Elektrosmog, das Wort ist ja eine Zusammensetzung aus Smog, also Smoke und Fog, also und Elektrizität. Das ist also wie eine Wolke von elektromagnetischer Belastung um uns herum. Das war zunächst vor allen Dingen durch Strom bedingt. Hochspannungsmasten, da hat man früher schon drunter gelitten, wenn man da zu nah war, oder Trafohäuschen. Aber in den letzten 20 Jahren ist das ja ganz stark die Mobilstrahlung im weitesten Sinne. Das sind sogenannte hochfrequente Strahlungen, Strahlungen, die also von Mobiltelefonen, Wireless, Decktelefonen und allen Arten transportablen Einheiten ausgehen.